willkommen zurück zu Lego City Undercover, Leute. Wir sind hier immer noch auf dem Rücken des T-Rex. Und wir werden ihn jetzt beim Übergabepunkt abliefern. Und natürlich werden wir auch zwischendurch hier diese Polizeiautos mit dem Stampfer zerstören, denn die geben gut Lego-Steine. Wir haben ja im letzten Part auch ordentlich welche verloren. Alleine schon über 30.000, um den T-Rex überhaupt bauen zu können. Und jetzt müssen wir auch mal wieder ein bisschen was sammeln, ne? Aber wir dürfen auch nicht das Ziel aus den Augen verlieren, weil sonst kommen wir da nie an. Ein bisschen rumbrüllen. Die Polizei fährt einfach da oben die Autobahnbrücke lang, alles klar. Die haben auf jeden Fall Bock, mich aufzuhalten. Die Leute gehen hier auch weiterhin spazieren. Okay, jetzt rennen sie weg. Macht Platz da. Mit dem würde ich am liebsten immer hier rumlaufen. Ah, da ist schon der Übergabeort. Also weit weg ist das denn nicht. Ist ja auch richtig, denn... ja, das schnellste Fortbewegungsmittel ist der T-Rex nicht. Aber ziemlich coole Idee. So. Tot. Oh ne, geht wieder. Der T-Rex ist am Lieferort, Winnie. Sehr gut. Ein Job noch und ich werde bezahlt. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Dieser Widerling. Du triffst dich mit ihm? Da beneide ich dich absolut nicht. Ja, manche Leute, die sind einfach nicht wie wir, Chasey. Keine Klasse. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Weiß nicht. Er will auch noch ein Boot von der Feuerwehr. Ich hab zwar ein paar Jungs, die es fahren können, aber... Wo liegt das Problem? Der Schlüssel zum Bootshaus liegt im Safe des Brandmeisters. Da kommen nur Feuerwehrleute ran. Man müsste also verdeckt operieren. Meinst du, du schaffst das? Denke schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber ich glaube, ich könnte das. Na, dann mach mal. Und danke, das vergesse ich dir nie. Geht's zur Feuerwehr am Festival Square. So, nächste Aufgabe haben wir von Winnie bekommen. Nachdem wir den T-Rex hier jetzt unbeschadet abgeliefert haben. So, der nächste Anruf von Frank. Endlich mal wieder. Gute Nachrichten. Hau raus, Frank. Was gibt es denn? Ich wurde befördert. Was? Moment. Von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei, für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt, verdeckt! Wow! Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei! Honey, Ende! Hau rein, Frank. Danke für deinen Anruf. Schön, von dir gehört zu haben. Ja, Frank. Franks Karriere geht auf jeden Fall steil zurzeit. Er beschützt die Bäume. Läuft bei ihm. Blub, blub, blub. Obwohl wir ein nettes Gespräch mit Frank haben, haben wir ja, das Ziel immer noch nicht erreicht. So, aber jetzt nähern wir uns doch nur noch die Gerade hier, hoffe ich. Dann muss ich wohl später in die Werkstatt. Jawohl, da sind wir. Was? Dein Ziel erreicht. Ja, da sind wir. Zur Feuerwehr? Dann komm. Ja, bitte? Wenn ich darf? Spezialauftrag 9. Überwachtes Anwesen.
Gib mir das Feuerwehrboot. So, Rekrut, wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir. Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler! Hab ich recht, McGurky? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Ah! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. So läuft nämlich der Hase hier. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge. Mit denen spielt man nicht rum. Folge mir hier rüber. Das ist Officer Lopez Delgado. Hola. Moin, Lopez Delgado. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar. Jo. Der bin ich. Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Schließe das Feuerwehrtraining ab. Ja, schauen wir mal. Oh nein. Fertig zu streichen. Wieder mit dem Farbwechsler, Leute. Damit will man uns auch echt quälen. Wir brauchen also rote Farbe. Vielleicht mit diesem Hebel hier? Schauen wir mal. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, wir kommen der Sache so auf jeden Fall näher. Rot, blau, grün, gelb. Oh. Da ist unsere Farbwechslerstation. Und ich denke mal, dass wir jetzt hier auch direkt die Farbe rot bekommen. So sieht's aus. Thank you. Boop, 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 boop. Sesam, öffne dich. Ich hab getan, was ich konnte. So, gib mir die geile Uniform. Jawohl, die sieht ja mal übelst aus, Leute. Chase McCain, Feuerwehr. Du bist wohl ein echter Schnelldenker, hä? Okay, lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein, sieh nur, okay. Eine wahre Feuersbrunst. Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte. Eieieiei, könntest du das nicht für mich erledigen? Ich gebe mein Bestes. Lösche die Feuer und mache dich dabei mit dem Feuerlöscher vertraut. Halte C4 gedrückt, um das Ziel zu fixieren und dann Wassermarsch. Alles prima, gut. Allerdings war bei den meisten Bränden in letzter Zeit. Ja, das eine Feuer geht leider nicht. Kann ich nicht machen. So, von hier auch geht's. Warte kurz. Die Tür ist verschlossen. Und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest. Und hier, schau, eine Feuerwehraxt. Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Keine Sorge, das gibt auch keinen Ärger. Nö, ich mach das schon. Zack, 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 bisschen hier die Wut rauslassen. Du bist doch groß und gut. Oh je, sieh dir das nur an. Einer deiner zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. Wer ihn da wohl helfen könnte?
Vielleicht jemand mit einem Ventil, ja? Jo, wir regulieren jetzt den Druck von dem Hydranten hier. Ein Ventil, um den Druck zu senken. Flop. Oh, geht's dir gut, Bruder? Das muss ein neuer Rekord sein. Bueno, das hast du ja schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Was da wohl Verrücktes auf uns wartet? Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Mach die Tore auf! Muss man das so komisch sagen, damit das Tor aufgeht? Mach die Tore auf! So. Hat er uns jetzt einen neuen Auftrag gegeben? Nö. Er hat auch keinen Bock mehr auf uns, glaube ich. Wo ist er denn jetzt hier hingesprintet? Ah, okay. Oh nein! Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Bin ich nicht ein super Schauspieler? Sag den anderen doch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen. Damit du deine Kollegen retten kannst. Nach links! Weiter nach links! Stopp! Jo, da seid ihr gut. Spring! Geronimo! Toll gefallen! Ein Stück nach rechts! Fertig! Stopp! Yay! Erwischt! Leute, die Ausbildung läuft überragend für uns. Gemacht. Hey! Gut gemacht! Nach links! Ich habe schon immer gewusst, ich hätte Feuerwehrmann werden sollen. Und die feiern da unten, ey, mit den Feuerlöschern. Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dafür aber diese hier. Ja, die sind ziemlich beeindruckend, was? Oh. Zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine von ihnen. So, zeig mal her, was das Ding drauf kann. Er hat viel mehr Reichweite als dein Feuerlöscher. Hui. Kommt auch da hinten hin, ne? Dann müssen wir dann extra umsteigen anscheinend. Das war die Hälfte. Du bist ein echtes Naturtalent. So, jetzt nehmen wir die andere Wasserkanone hier. Ah, das Fass hat leider ein zu starkes Feuer. Ah, ne doch, jetzt geht's. Ja, komm, weg damit. Jawohl. Und fertig. Yes, geschafft. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Nö, das stimmt allerdings. Ey, den Hebel hätte ich auch drücken können. Schnell, es gibt da eine echte Notsituation. Was ist denn los? Oh, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja, unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Moggins der Dritte sitzt fest auf dem Dach. Ich soll eine Katze retten? Oh ja, jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss, weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Kriegen wir schon hin. Wir nehmen das hier und packen das auf die grüne Fläche, die wir vorhin gesehen haben. Bau dir eine Leiter! Da ist sie. Drauf damit. Und hier ist unsere Leiter. Nice. Hoffentlich ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Winnie erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Okay. Achso, hier können wir raus. Tack, 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 puff. Und auf. Los, Beeilung! Es ist bald. Ja, ist ja gut. Gib doch schon Gas. Und deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform? Exakt! Aber auch als Notration für dich. Miau! Ich höre sie schon. Miauzen. Oh, dann müssen wir sogar hier einmal switchen.
von unserem Feuerwehrmann weg. Ah ja, ist ja gut. So, jetzt. Oh, weg hier. Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, abgelöst. Und glaub mir, Kommandant Kralle hatte seinen Namen verdient. Messerscharf bei Vertragsverhandlungen. So, auch hier müssen wir noch einmal unser Kostüm switchen, zwar zum Chase McKay, Polizisten. Komm, runter mit der Leiter. Wieder zurück zum Feuerwehrmann. Ich denke mal, den werden wir gleich wieder brauchen. Steuere die Richtung von ferngesteuerten Fahrzeugen mit L. Ah, okay. Hier durch. Und hier explodieren lassen, denke ich mal. Rückwärts fahren geht nicht irgendwie. Schockt. Hoffentlich langt das so. Nö, natürlich nicht. Ich kann nicht rückwärts fahren mit der Karre. Was soll denn der Scheiß? Es geht nicht. Oh mein Gott. Der Lichtkegel ist ja auch ganz woanders. Sehe ich gerade. Da, jawohl. Da bin ich wieder. Komm runter, Katze. Ich hab Fisch für dich. Jawohl, ich hab sie. So, gut im Helm verstaut. Du hast ihn gerettet. Okay, dann sind wir hier fertig. So, das war ja wohl jetzt die Abschlussprüfung, oder? Feuer vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Cool. Da bin ich dabei. Essen, 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 essen. Wow. Das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, wow. Das könnten wir mal für Chief Dumby machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Da wird er sich bestimmt freuen. Finde einen Weg, den Schlüssel zum Bootshaus aus dem Büro des Brandmeisters zu klauen. Den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Oh nein, was habe ich da jetzt gemacht? Ne, das tun wir uns nicht an, Leute. Sport ist Mord. Ja. Ein bisschen die Deko zerstören hier. Der Brandmeister schmollt in seinem Büro. Ich würde ihn lieber meiden. Es sei denn, Leine, ich bin beschäftigt. Ich heule nicht. Wie komme ich hier jetzt an meinen Zielort? So. Was geht hier? Ah, okay. Das kriege ich nicht hin. Die Köpfe drehen sich und ich kann meinen Feuerlöscher nicht gerade halten. Genau das Problem hatte ich auch. Ist schon besorgniserregend. Immerhin sind wir ja Feuerwehrmänner. Brandmeister Burns ist ja so ein Spielverderber. Ja. Ach so, die drehen immer um. Den falschen Kuchen besorgt haben. Und die Kerze für ihn ausgepustet haben. Und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Und ihm zum 50. gratuliert haben, obwohl er erst 40 geworden ist. Und die meine Mutter statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. Und seinen Namen falsch geschrieben haben. Na und? Er ist ja so empfindlich. Du musst auch so, nur noch den roten. Aber nur wenn das schaffe ich auch noch in den Sekunden. Locker. Gemacht, Mann. Ab
absolute Weltklasse! Was ist denn da draußen los? Ich verbiete mir, dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt! Wehe, ich sehe da unten jemand lächeln! Gut, komme ich da jetzt oben hin oder was? Nö. Irgendwie nicht. Ist hier noch irgendwas Auffälliges, was ich jetzt übersehen habe? Von hier unten oder so komme ich da ja auch nicht hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das hier machen muss. Schneller! Oh, bringt sogar was. Mache ich das hier auch noch mal alleine für ein reines Gewissen, Leute. Bob. So, aber das bringt mich immer noch nicht wirklich weiter hier in den Game. Irgendwas aufbauen hier? Nö, auch nicht. Es muss doch irgendwie hier oben was zu machen sein, oder? Aha! Das ist schon mal gut. So können wir arbeiten. Dum, 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 dum. Was haben wir hier? Drinne. Oh. Den Schlüssel. So, rein in die gute Schuhe. Dass man als Feuerwehrmann so viel Papierkram am Hals hat. Ja, echt unglaublich. Das hätte ich auch nicht gedacht. Hunderte Formulare nur für das Retten von Katzen. Weiß ich. Wo wir schon dabei sind. Hast du einen 37B? So eins für kurzhaarige, gefleckte Katzen auf Eichen. Nee, leider keins mehr da. Ich habe eins für langhaarige, schlecht gelernte Perserkatzen mit grünen Augen auf einem Straßenschild. Interesse? Nee. Muss ich mich jetzt hier tatsächlich zum Farmer machen, damit ich hier rüberkomme? Tatsächlich. So, jetzt kommen wir hier endlich rein in die gute Stube. Und das ist auch der letzte Geschenkhaufen. 5 von 5, weg damit. So, wieder den Safe knacken, Leute. Auf damit. Hehe, wir haben das, was wir wollen. Rein mit dem Schlüssel, Tor auf. Juhu! Such dir einen Weg zum verteuten was? So, jetzt sind wir schon mal hier unten, Leute. Dann das Weite zu suchen. Und wir sind hier kurz davor, das Boot zu finden. Zum verteuten Löschboot. Okay, Leute, das machen wir im nächsten Part weiter. Wir sehen uns im nächsten Part von LEGO City Undercover, Leute. Bleibt gesund, haut rein. Ciao.